Hey Leute, zurück zur Minecraft. So, wir stehen ja auch an der Klippe und fallen erstmal runter. An der Klippe des Kinos. So, erstmal die Sicht wechseln. Oh, hallo Kuh, wie geht's dir? So, hier unser Kinosaal. Den haben wir ja schon größtenteils fertiggestellt. Einen kleinen Blick reingeworfen. Und jetzt heute geht's mit der Lobby weiter. Da haben wir in der letzten Folge den ganzen Boden hier reingelegt. Und Ideen gesammelt, hoffe ich mal. Und die werden wir jetzt heute mal umsetzen. Ich brauche eine Kinokasse. Ah, Kinokasse, wo kommst du denn hin? Entweder wir bauen die hier vorne hin. Hier. Mehrere Kassen. Oder ich baue die hier an die Seite. Naja, was machen wir da? Was machen wir denn da? Ich glaube, ich baue die hier vorne hin. Direkt an die Front. Ich kann mal schauen, ich brauche dafür ein bisschen Platz. Ich glaube, wir fangen mal hier an. Wie viel habe ich jetzt hier? Vier habe ich dann frei. Hier baue ich so die kleinen Kassenhäuschen hin. Die dürfen auch nicht zu breit werden oder zu weit nach vorne gehen. Genau, so lasse ich das schon. Ah, ich frage mich gerade, ob die Farbe ganz gut gewählt ist. Wieder grau. 1, 2, 3, 4. 4 müssen frei bleiben. Da muss ich mal schauen, ob ich da mal eine andere Farbe nehme. Erstmal mache ich die Kassenhäuschen mal fertig. So, ein kleines Dach kommt hier noch drauf. Komm, da weiß ich, so 4, 5 Kassen kommen dann dahin. So, dann machen wir noch mal so ein kleines Dach da drauf, obwohl wir machen hier, das sind doch die typischen Kinofarben hier. Genau, machen so ein kleines rotes Dach hier drauf. Die haben wir schon öfter verwendet, die roten Teppiche, wie ihr seht. Ja, nicht den Boden, aber im Kinosaal. So, dann kommen jetzt hier die Kassen hin. Mache ich da so. Ich überlege gerade, mache ich jetzt hier noch so Abgrenzung rein oder nicht? Hier kommt eine hin. Machen immer zwei frei. Hauptsache, das passt jetzt hier. Das ist mal wieder wie Lotto spielen hier. Naja, natürlich passt es nicht. Da habe ich einen frei. Ach doch, klar, passt ja. Da habe ich auch einen frei. Wow. Super Pro, was geht ab hier? Dann machen wir jetzt mal hier die Kassen. Kassenschilder? Auf jeden Fall machen wir jetzt immer Schilder rein. Nee, mir ist gerade eingefallen, ich wollte ja noch so eine Wand machen, was für Kinofilme laufen. Da muss ich mal schauen. Das könnte hier oben am besten hinkommen. Ja. Doch. Machen wir erstmal hier, hoppala. Die Kassenschilder. Wo mache ich die hin? Mache ich die. Doch, die kommen hier oben drüber. So. Einmal das Schild bitte dran. So, dann schreiben wir mal ganz stinknormal Kasse 1 hier hin. Dann machen wir hier die Kasse. Ach, oh Gott, was mache ich denn hier? Sieht voll die Kassenschilderfolge hier. Kasse. Oh, was für eine Überraschung. Warum denn die 2? Habe ich die jetzt auch richtig gesetzt? Ja. Der Abstand sah gerade so komisch aus. So. Ja, ist ein bisschen eintönig gerade, aber das muss ich ja machen. Ich kann ja nichts anfangen und das gleich so liegen lassen. So, Kasse 3. Sind ja auch nicht mehr viele. Ich glaube, das ist jetzt die vorletzte. So. Die Kasse Nummer 4. Ich bin gleich mal gespannt, wie ich diese Kinoschilder da mache. Da habe ich ja überhaupt noch keinen Plan. Das ist mir gerade erst mal wieder eingefallen. Ich verpeilen. So, dann kommt hier die Kasse 5 hin. Gar nicht übertrieben, so viele Kassen für einen Kinosaal. Obwohl es ist ja das einzige Kino hier in Main City, von daher.
Ah, geh mal weg, Schwebemodus. Kasse 5, Kasse 4, 3, 2, 1, Boom. So, da haben wir jetzt schon mal die Kassen. Dann. Ich glaube, ich mache hier vorne mal eine Wall hin. Da habe ich gerade schon einen kleinen Plan. Dann nutzen wir das hier, was hier schon besteht. Seht ihr, wie so eine Tafel? Da kommen jetzt die Filme dran. Ach, das ist ja gar nicht mittig. Oh mein Gott, da muss ich ja noch viel weiter gehen. Da war ich zu voreilig. Ah, wie weit war das denn jetzt hier? Was sollte schon alles gleich aussehen hier? So eine schiefe Tafel, das will ja keiner haben. Wie viel Platz habe ich da hier? Ach so, der ist direkt schon bis zum Ende. Hat man gar nicht so gesehen gerade. Dann kommt hier, 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 hier. Einmal reparieren wieder. Hier, 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 hier. So. Genau. Und da schreibe ich dann die Dings dran, die Filme. Aber da kümmern wir uns mal später drum. Jetzt möchte ich erstmal noch ein bisschen was hier innen drin machen. Genau, hier sind zum Beispiel die Kinoeingänge. Da mache ich da Türen rein. Ja, Türen müssen da schon rein. Ich war mir gerade ein bisschen unsicher, ob ich da echt Türen reinbaue. Doch, genau, Türen kommen da rein. Ja, was ist denn jetzt mit dir los? Ja, da guckst du durchs Fenster, durch die Tür, ne? Ey, krass, ey, kommst du da überhaupt noch raus? Was geht bei dir ab? Ach Gott, die Tiere sind so crazy manchmal. Genau, machen wir das so. Oder? Muss ich einfach schauen. Ich glaube, ich mache den Eingang so. Ah ja, automatische Speichern. Dann leg mal los. Danke. Fertig. Fertig. Ja, endlich. Genau, ich mache die Eingänge so. Ach Gott, es wird schon wieder dunkel. So. Oh, draußen ist eine Alarmanlage angegangen. Vielleicht hört ihr das ja durch mein Mikro. Das weiß ich jetzt nicht. Also nicht wundern. So. Ja, nice, nice hier. Hier an der Decke werde ich auch noch so Deckenleuchter bauen. Weil hier, wie ihr seht, ist das schon recht dunkel. Hier im Kinosaal ist das nicht ganz so schlimm. Da muss es ja dunkel sein. Aber jetzt nur nicht unbedingt mal Minecraft. Da werden wir dann erstmal eine Runde nicken gehen. So. Bis der Mond verschwunden ist. Wunderbar. Perfekt. So, fahren wir mal erstmal wieder eine Etage tiefer. Genau, da haben wir noch unsere Wand. Ah, genau, wir müssen ja noch so Popcornstände brauchen wir ja auch noch. Die mache ich, glaube ich, hier vorne hin. Erstmal die Theke. Ach, gehst mal hier raus. Ach, komm, geh, du dummes Tier, weg hier. Ey, die Tiere. Guck mal, wie abgefahren das Tier ist. Das hat BSE. Das dreht voll am Rad. Machen wir mal hier erstmal das Dach drauf. Hier oben auch. Nicht, dass es hier reinregnet. Dann sieht das auf jeden Fall bündig aus. Da hinten seht ihr, das ganze Dach geht dann so rüber. Genau. Ganz so groß braucht das hier nicht aussehen. Ich mache erstmal die andere Seite genauso, damit das einigermaßen alles gleich aussieht.
So, es nimmt wenigstens ein bisschen Form an. Was heißt wenigstens? Das nimmt alles hier Form an. Oh, die Tiere, ne? Oh, die nerven mich schon, die letzten drei Folgen hier drin. Das passt einfach nicht. Wo hänge ich denn hier? Ach, ich hing gerade auf der Mauer. So, so. Habe ich doch einen hochgebaut, ne? So. Das gefällt mir auch nicht ganz so gut. Dann machen wir das mal so. Hinten dasselbe Spiel in Grün. Und hier kommen dann die Geschäfte rein, genau. Ach genau, da kommen ja auch noch ein paar Kassen hin. Hier die typischen Kassen. Da müsste ich mal sogar einmal hier rein, müsste ich mal einmal einbrechen. Hier kommt eine hin. Hier kommt eine hin. Und hier kommt eine hin. Abstände, sind die halbwegs gleich? Obwohl, ich mache hier noch so ein Teppich drauf. Genau, da wird was verkauft. Ah, und hier dasselbe Spiel in Grün, das machen wir hier auch hin. So, ich muss einmal hier rein. Hier kommt eine Kasse hin. Ah. Oh. Was machst du denn jetzt hier? Jetzt zisch mal ab hier. Hier ist nur Platz für einen. Ja, was willst du bestellen? Popcorn? Oder was? Ja? Eine Cola? Sprich doch mit mir. Ah, oh, das randalierende Schaf. Das sind die allerschlimmsten hier. Erstmal keinen Eintritt zahlen und dann hier auch noch hinter die Theke springen und alles klauen. Ja, das ist klar. Jetzt geh mal weg hier. Ich will dir was bauen. Geh doch mal weg mit deinem Kopf. Oh. Das war ich nicht. Das Schaf hat zu viel Popcorn gegessen. Das ist explodiert. Das Exploder-Schaf. Erstmal machen wir mal die Tür zu. Vielleicht ist das auch das Problem gewesen. Ah, nicht rausreißen, zumachen bitte. Vielleicht sind deswegen hier die Tiere auch ganz weit reingekommen. Schnell wieder zumachen. Gut, gut, gut. So, jetzt machen wir erstmal wieder einen auf Schilderwald. Genau, machen wir hier. Wie viele sind hier frei? Eins, zwei, drei, vier, fünf. So, was gibt's denn hier Schönes? Popcorn gibt's hier wahrscheinlich, ne? Pop, 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 Popcorn. Nein, verschrieben. Popcorn. Genau, und dann machen wir gleich jetzt den Preis unten drunter. Was nehmen wir denn dafür? Nehmen wir so einen normalen Preis. Da ist das Komma. 3,50. Ey. Ja, was geht bei dir ab, ey? Schon rede ich von Essen, tauchen die ganzen Tiere auf. Ach, und die ganzen Erfahrungspunkte, die nerven auch ein bisschen hier. Und die Wolle sammle ich mal ein. Wie sieht das denn aus hier? Popcorn. Dann machen wir hier nochmal ein Schild hin. Ein bisschen Schleichwerbung machen wir jetzt. So. Kennt auch jeder. Die wird, wie toll wie die. Dann machen wir einen glatten Preis. Die wird 2 Euro kosten. Genau. 4 Stück habe ich da freigelassen. Ich möchte das fast genauso machen wie auf der anderen Seite hier. 1, 2, 3, 4. Ja, gar nicht mal. 4 waren es frei, ne? So. Dann machen wir jetzt selbe Spiel in Grün. Ich könnte hier noch so viel dran schreiben. Nachos, ach Gott, Chipsletten, was alles gibt hier. Weingummi. So, jetzt höre ich lieber auf, sonst kriege ich gleich Hunger. Jetzt schreiben wir hier einen anderen Preis dran hier. Nein, natürlich nicht. Ich glaube, 3,50 hatte ich da hinten. Perfekt.
Vielleicht ich da jetzt frei. Hatte ich da jetzt zwei frei oder ein frei zwischen den Schildern? Muss ich mal schauen. Zwei waren's. Two. Eins, zwei. So. Dann nehmen wir mal jetzt hier mal was anderes. Also ein anderes Getränk, ne? Kennt auch jeder. Die kostet. Ach Gott, erstmal hier. Die kostet genauso viel, natürlich. Hier, wir wollen ja keinen bescheißen. So. Fertig. Tada. Okay. Grundnahrungsmittel fürs Kino. Die Filme. Die Filme, die knallen mal in der nächsten Folge dran. Jetzt schauen wir noch mal ein bisschen, was wir hier so machen. Können wir eigentlich noch ein bisschen mit Rot arbeiten, sehe ich gerade. Sieht das hier vielleicht ein bisschen zu farblos aus? Ich glaube, hier oben mache ich auch noch mal so einen roten Balken hin. Schauen, wie das so aussieht. Ja, es reicht aber auch jetzt mit Rot. Noch mehr wäre zu viel. Und das Dach, das muss ja auch noch drauf. Genau. Das Dach. Dann machen wir aber mal gucken in der nächsten Folge. Ich denke mal schon. Da will ich noch so Kronleuchter dranhängen. Die habe ich schon mal im McDonald's gebaut gehabt. Aber da passen die nicht hin. Die sahen zu edel aus, die Kronleuchter. Die würde ich gerne hier reinsetzen. Muss ich mal schauen, wie das mit dem Licht so funktioniert. Nicht, dass das zu dunkel alles wird. Ansonsten werde ich mit Glowstone arbeiten. Aber ich will erstmal ausprobieren, wie die Kronleuchter hier drin aussehen. Und ich finde, die passen ganz gut hierzu. Das habe ich, glaube ich, damals schon mal gesagt. Wenn ich jetzt ein Kino hätte, oder die würden gut ins Kino passen. Da hatte ich noch überhaupt nicht die Idee, ein Kino zu bauen. Ah, und jetzt das Kino schon fast fertig. Nice, nice. Das ist hier, yeah, das ist hier die Lobby. So Leute, dann sehen wir uns in der nächsten Folge bei Minecraft Build mit mir und mit euch. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und bis dahin. Ciao.